Hallo und herzlich willkommen in Disaster Area zu einem neuen Projekt von mir, eurem Arnim Elvasul, Metroid Prime Randomized. Lange Zeit habe ich mich ein bisschen dagegen gesträubt, so Emulation und so weiter zu machen, weil das ja schon irgendwie so eine Grauzone ist. Bisher habe ich immer die Original-Software verwendet. Aber mit Randomizer sind einfach so cool, dass ich schon immer da gehapert habe und überlegt habe, ob ich diese Regel brechen soll. Ich habe es bisher nicht gemacht, aber dann habe ich gesehen, dass es einen Randomizer zu Metroid Prime gibt. Der ist auch noch nicht lange raus, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, in dem ich dieses Video hier aufnehme. Und Metroid Prime ist mein Einstieg in Metroid gewesen, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Warum habe ich hier einen Safe State? Der sollte hier nicht sein. Und da konnte ich nicht mehr anders. Ich hatte bereits bei anderen Randomizern zu Fire Emblem oder auch Link to the Past oder so, habe ich überlegt, ob ich da was machen soll, aber ich wollte nie irgendwie was mit Emulation machen, aber beim Metroid Prime Randomizer konnte ich nicht anders. Ich musste das einfach let's playen. Es ist sowieso ein Spiel, was ich unbedingt let's playen wollte. Und das dann hier noch mit dem Randomizer zu machen, ist einfach, oh mein Gott, das hat auch eine schöne Herausforderung für mich, weil in dem Randomizer natürlich alles abgefragt wird. Jede Item-Location oder so muss man wissen, und wenn man irgendwas falsch macht, dann hängt man in irgendeinem Raum fest und kommt nicht mehr weiter und muss dann den letzten Save-State neu laden oder so. Ich habe schon ein paar Testläufe gemacht, wo das schon passiert ist, und ich bin mir sehr sicher, dass es auch in diesem Run hier passieren wird. Ich habe nämlich natürlich für das Let's Play extra einen neuen Seed genommen, den ich übrigens auch in der Videobeschreibung linken werde, zusammen mit dem Randomizer für die, die interessiert sind. Ich kann aber nicht so richtig erklären, wie das Ganze funktioniert. Das müsst ihr schon, müsst ihr selber die Augen aufhalten, wie das Ganze funktioniert. Aber da gibt es genug Anleitungen und andere Resources, die man online findet, womit ich das letztendlich auch geschafft habe. Ich, ja. So, ein bisschen zu dem Randomizer. Wir spielen eine Glitchless-Kategorie. Das heißt, man muss keine Glitches oder Sequence Breaks können, um das Spiel abzuschließen. Ich würde super gerne auf Normal spielen, wo man ein paar einfache Glitches braucht, aber ich kann kaum Tricks, ich kann ein bisschen was, aber längst nicht so gut wie jetzt ein Speedrunner oder so. Und außerdem haben wir die amerikanische 1.02 Version, wo viele Glitches und andere Tricks gefixt worden sind, also würde das sowieso nicht funktionieren. Für den Randomizer, wenn man mit Glitches spielen will, braucht man die 1.0.0 NA-Version, weil es die einzige Version ist, wo alle Glitches so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Also falls ihr das machen wollt und Glitches verwenden wollt, dann müsst ihr darauf achten. Und ich glaube, das ist erstmal, ich habe erstmal alles erklärt, was es zu erklären gibt. Ich würde sagen, legen wir los. Wir haben jetzt schon lange genug geredet. Wir wollen jetzt hier Action sehen. Noch eine Kleinigkeit, Dolphin, der Emulator, den ich verwende, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht so gut, was Emulation von Metroid Prime angeht. Das heißt, technisch wird das mein schlechtestes Let's Play ever sein, weil es beim Ton und auch beim Bild wird es zu Problemen kommen. Ton nicht so sehr. Aber beim Bild kann es sein, dass wir Framerate-Drops kriegen, dass wir ein bisschen Tearing haben. Aber das liegt wirklich am Emulator selber. Daran wird gerade kräftig in der Dolphin-Community gearbeitet, dass es da Fix für gibt. Aber bisher gibt es halt noch nichts, und jetzt damit müssen wir jetzt einfach leben. Ist halt so. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich so einen Run mache, dann ist der Dolphin-Emulator vielleicht so weit, dass wir bessere Qualität auf der technischen Seite haben. Aber noch nicht. Noch müssen wir mit dem umgehen, was wir haben. Und wie ich schon mal erwähnt habe, Metroid Prime ist mein Einstieg in die Metroid-Szene gewesen. Das war mein erstes Metroid-Spiel, aber viele weitere sollten danach folgen. Allen voran natürlich Metroid Prime 2. Und dementsprechend habe ich dieses Spiel schon recht viel gespielt.
und kenne mich sehr gut aus. Und das ist jetzt so der ultimative Test. Es ist eigentlich schade, dass wir den Expertenmodus nicht spielen können. Den hätte ich gerne gespielt. Weil normal tatsächlich für mich ein bisschen zu einfach ist, weil ich es halt schon so gut kenne. Ein Randomizer ist natürlich nochmal anders, weil wir wissen nicht, wie viele Energy Tanks wir kriegen. Wir wissen nicht, wo Varia oder die anderen Suits sind, die ja auch dafür sorgen, dass man weniger Schaden kriegt. Und ja, daher kann halt auch die Schwierigkeit kommen. Deswegen ist vielleicht ganz gut, dass wir nicht den Expertenmodus, den Experten-Schwierigkeitsgrad haben, für die, die es nicht wissen. Das ist ein Schwierigkeitsgrad, den man freischaltet, wenn man das erste Mal das Spiel beendet hat. Oh ja, da hatten wir jetzt schon den ersten Slowdown. Das wird nicht der letzte sein. Leider. Aber damit muss man halt leben. Emulation ist halt, wird niemals an die Original-Hardware rankommen. Das ist halt leider so. So, die hier werden vielleicht auch mal scannen. Ich werde nicht unbedingt... Jetzt hauen die einfach ab, die Fieslinge. Ich werde nicht unbedingt darauf setzen, dass ich alle Scans und so weiter mache, dass ich das Spiel zu 100% abschließe. Ich spiele einfach drauf los. Ich mache einfach das, was mir gefällt. Und hoffe, dass ich einen witzigen Seed habe. Da oben ist ein Energy Tank. Dafür brauchen wir logischerweise Boost Ball. Auch wenn man es mit Space Jump Boots auch da hochkommt. Allerdings ist das nicht intended. Deswegen würde ich jetzt nicht darauf setzen, dass ich das hinkriege. Aber ja, kann man vielleicht versuchen, wenn wir Early Space Jump Boots bekommen sollten. Was wir auf jeden Fall erwarten können vom Randomizer ist, dass wir, da wir den Glitches Seed haben, dass wir sehr früh Morphball und Morphball-Bomben haben wollen. Und auch recht früh bekommen werden. Zusammen mit Varia Suit oder Phazon Suit, damit man nach Magmor kann. Ohne dass man halt Hitzeschaden kriegt. Das werden wir halt auf jeden Fall sehen. Aber alles Weitere steht in den Sternen. Desto weiter wir kommen, desto mehr Freiheiten haben wir und desto verrückter kann der Randomizer werden. So, hier noch gerade ein paar Scans mitnehmen. Hier dieses eine Puzzle da ist nur ein Missile-Container. Das ist schon mal gut zu wissen. Nichts Bahnbrechendes. So, mit denen will ich mich nicht unbedingt rumschlagen. Die ignorieren wir einfach mal. So, dich wollen wir haben. Mir ist auch schon aufgefallen, dass die amerikanische Version, zumindest die 1.02, ein paar für mich sehr ungewohnte Änderungen hat. Manche Sounds sind anders, das ist aber nicht so schlimm. Wenn man L runterdrückt, bei allen anderen Versionen ist das, glaube ich, so, dann hat man so ein Mini Fadenkreuz in der Mitte, das jetzt eigentlich genau in der Mitte des Bildschirms erscheinen sollte. Tut's aber nicht. Und damit kann man dann eben nach links und rechts strafen, also sich bewegen, ohne dass man sich dreht dabei. Und das habe ich so sehr ausgenutzt, dass das jetzt für mich sehr weird ist, das nicht zu haben. Und ansonsten benutze ich natürlich keinen GameCube-Controller, das heißt, die Steuerung ist insgesamt etwas ungewohnt für mich. Aber ich habe ein paar Testläufe gemacht, auch damit ich weiß, worauf ich achten muss im Randomizer generell. Und ja, einfach um ein bisschen das zu testen, wie die Performance ist und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen Übung damit. So, erster Boss, Hivemaker. Mit diesen Ramm-Wespen, die man auf jeden Fall scannen muss. Weil wenn man das nicht tut, dann verpasst man den Scan und hat nie wieder die Chance dazu, den zu machen. Ansonsten immer einfach oben auf dem Radar achten, dann sieht man sofort, wenn die Ramm-Wespen stehen bleiben, kann sie sofort angreifen. Ansonsten kann man auch einfach in denen ihre Flugbahn schießen und hoffen, dass man sie trifft. Und was sehr interessant ist, ist, diesen Hivemaker kann man nicht scannen. Und das ist in der PAL-Version aber so und das ist sehr weird für mich. Ah, da haben wir einen getroffen, da haben wir einen getroffen. Jo, da haben wir einen gekillt. Jawohl, noch einer. Ah, die bleiben jetzt stehen und das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein.
Yep. Und das erste Item ist natürlich Raketenwerfer. Ich habe so langsam das Gefühl, dass es fix ist, aber Raketen so early zu bekommen, ich glaube, da führt einem Randomizer kaum ein Weg dran vorbei. Und wir kriegen hier direkt nochmal Missiles, okay. Fun Fact, in dem ersten Seed, den ich gespielt habe, um den Randomizer zu testen, war hier Phazon Suit und das war sehr lustig. Aber tatsächlich, Phazon Suit ist recht wahrscheinlich, dass wir das früh kriegen, weil, ja, man braucht entweder das oder Varia Suit, um nach Magmor zu kommen. Und die Logik des Randomizers, wenn man halt ohne Glitches spielt, setzt voraus, dass man eines dieser beiden Items vor Magmor kriegen muss. Weil der Randomizer nicht erwartet, dass man so einen Hellrun macht, also dass man durch Magmor ohne Varia Suit durchgehen kann und so konstant Hitzeschaden bekommt und deswegen super schnell sein muss und super vorsichtig. So, ebenfalls, was ich noch gar nicht erwähnt habe, was aber garantiert euch schon aufgefallen ist, ist der Fakt, dass Item-Cutscenes geskippt werden. Und wir starten gar nicht auf der Fregatte. Das ist bestimmt jedem inzwischen aufgefallen. Das ist einfach... Oh, wow. Da ist er schon. Das ist Phazon Suit. Okay, das ist fast so schnell wie bei meinem ersten Durchlauf, bei meinem Test sieht. Das ist schon krass. Lass mich in Ruhe. Ja, das ist einfach eine Option, genau wie dass man halt direkt auf dem Planeten startet. Das sind beides Optionen im Randomizer, die man aktivieren kann, aber nicht unbedingt muss. Habe ich mal gemacht, weil schließlich will ich ja den Randomizer zeigen und nicht das Tutorial zeigen, was exakt gleich ist. Deswegen werde ich auch nicht großartig auf die Story setzen oder so. Es gibt ja viel Lore und Piratenlogs und so weiter, die man scannen kann. Das werde ich alles außer Acht lassen, weil in einem Randomizer, will ich natürlich den Randomizer zeigen und kein 100% Story-Let's Play hier machen. Deswegen, falls ihr euch für die Story interessiert, dieser Run ist spoilerfrei. Bis auf vielleicht das Ending oder so. Naja. Wie schon gesagt, ich spiele einfach drauf los und tue, was mir gefällt. Ich scanne, was mir gefällt. Na? Geh weg. So, was wir jetzt auf jeden Fall schon mal machen können, ist diesen Raum hier checken. Wenn ich allerdings keinen Morphball habe, dann komme ich aus dem Raum nicht mal raus. Das heißt, wenn da nicht Morphball ist, dann müssen wir umkehren und erst was anderes machen. Aber natürlich will ich wissen, was da ist, weil es könnte ja Morphball sein oder Morphball-Bombe, was auch sehr wichtig ist. Denn es gibt einfach so viele Orte, wo man softlockt, also nicht mehr wieder rauskommt, wenn man nicht Morphball hat. Das sieht schwer nach Morphball aus. Es ist Morphball. Der ist auch normalerweise hier. Das ist ein wenig langweilig, aber naja, dafür hatten wir Early Phazon Suit und alles andere ist bisher eigentlich gleich. Ich weiß nicht, ob da eine Energy Tank da bei diesem Boostboarding, bei dieser Halfpipe da auch normalerweise ist. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich glaube, da ist nämlich auch eigentlich ein Missile Tank. So, als nächstes kriegen wir gleich den gepanzerten Käfer, bei dem man einen coolen Quick Kill machen kann. Ich hoffe, dass ich den hinkriege, um den einfach mal zu zeigen. Und einfach, weil es cool ist. Aber zuvor werden wir das Vieh natürlich scannen, weil man nicht so oft die Gelegenheit dazu hat, das Ding zu scannen. So. Okay, das war schon zu schnell. Ja, das ist der Quick Kill. Einfach zwei Raketen direkt hintereinander bolzen und das Vieh ist tot. Sieht einfacher aus. Okay, es ist nicht wirklich schwer. Ich meine, sogar ich krieg das hin. Aber was man machen kann, was vielen bestimmt nicht so bewusst ist, ist normalerweise, das kann ich kurz zeigen, wenn man eine Missile schießt, muss man sehr lange warten, bis man das nächste Mal eine Missile schießen kann. Aber wenn man einfach direkt nach dem Missile-Schuss
normal schießt, dann schließt sich dieses komische, der Waffenarm vorne sofort und man kann Missiles sehr viel schneller schießen. Passt auf. Diesen Trick nennt man Rapid Fire Missiles und damit ist es halt möglich, diese gepanzerten Käfer direkt mit zwei Missiles zu killen, bevor er sich wieder umdrehen kann. Normalerweise dreht er sich nach dem ersten paar Schüssen und nach der ersten Missile sofort wieder um, sodass man ihn eben nicht one-cyclen kann. Aber mit Rapid Fire Missiles ist das kein Problem. Und damit haben wir jetzt Morphball. Das ist sehr gut, dass wir Morphball-Bally haben. Morphball-Bomben wären jetzt noch sehr toll. Die will ich jetzt als nächstes haben. So. Snipen wir mal hier die paar... Oh wow, okay, habt ihr den Sound gehört? Das, also... Framerate Drops, okay, aber dass einfach so der Sound so einen Slowdown hat, das hatte ich bisher auch noch nicht. Ja, Performance ist leider nicht so geil. Aber wie gesagt, es ist nicht etwas, was ich jetzt auf Dauer irgendwie ändern kann, was ich fixen kann. Damit müssen wir erstmal leben. So. So, das hätten wir schon mal. Na, ich nehme lieber den langen Weg. Ich habe noch keinen Energy Tank, deswegen will ich jetzt das nicht riskieren, dass ich unnötig HP verliere. Oder naja, hier sind es eher EP, Energiepunkte. Ach, was ist hier eigentlich? Das kann ich jetzt nicht sehen. Ach, komm, müssen wir später gucken. Ich kann es ja jetzt sowieso noch nicht holen, weil dafür braucht man Spider-Ball. Und den habe ich noch nicht. So, noch mehr Zeug zum Scannen. Ja gut, das machen wir noch nicht. Hier gibt es so ein kleines Schalterrätsel, mit dem man zum einen der ersten Bosse kommt, nämlich Flagra. Aber den können wir sowieso noch nicht machen, weil dafür brauchen wir Morphball-Bomben. Deswegen können wir diesen Raum jetzt größtenteils ignorieren. Wir gehen einfach weiter. Na, lass mich durch. So. Gerade die Sturzsegler mitnehmen. Und hier haben wir unsere erste Safe Station. Das werden wir auch direkt mal machen hier. So, die hatte ich schon gescannt, ja. Normalerweise würde ich jetzt vorne weitergehen, denn normalerweise soll man hier weiter bis zur Verbrennungskammer und dort den nächsten Miniboss erledigen. Das Problem ist, auf dem Rückweg braucht man Morphball-Bomben. Das heißt, wenn der keine Morphball-Bomben hat, was wahrscheinlich ist, dann kommen wir nicht mehr aus diesem Raum raus. Sehr dumm wäre es natürlich, wenn er Morphball-Bomben hat und ich deswegen partout versuche, den Boss nicht zu machen, weil ich Angst habe, dass ich dann nicht mehr rauskomme. Das wäre natürlich mega bitter, aber jetzt werde ich erstmal alle möglichen anderen Dinge checken, die ich checken kann, bevor ich Morphball-Bomben unbedingt brauche. So. Was übrigens auch auffällt ist, obwohl wir den Phason-Suit haben, der Morphball sieht immer noch gleich aus. Das ist ein grafischer Fehler einfach im Randomizer selber. Ich weiß nicht genau, wie sich das behebt, ob das einfach mit der Zeit so kommt oder ob man dafür dann schon einen der anderen Suits braucht, damit das dann, damit dann der die passende Textur hat. Ach, Moment mal, was mache ich denn hier? Hier geht es doch zur Verbrennungskammer. Ich Idiot. Ich habe die Wege verwechselt. Ja, wie gesagt, hier lang gehen ist praktisch Selbstmord, wenn ich Morphball-Bomben habe.
Ich Idiot, hab die Wege verwechselt. So, dann müssen wir also einfach hier runter. Dann gehen wir mal hier weiter. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch etwas, was wir checken können. Man hört es schon. Das ist das Coole in Metro Prime, dass man die Items hören kann. Hier sind noch mehr Missiles, alles klar. Ja, ist mir bewusst. Ja, hier ist normalerweise Charge Beam. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt anstelle von Charge Beam haben. Ich hoffe natürlich auf Morphball-Bomben. Morphball-Bomben early ist so wichtig. So. In diesem Raum gibt es 4 Runen, die wir scannen müssen, damit wir weiterkommen. Und, normalerweise komme ich damit immer durcheinander, aber weil ich jetzt schon ein bisschen ein paar Testruns gemacht habe, ein bisschen rumprobiert habe, auch wenn ich natürlich noch nicht wirklich weit gekommen bin. Oh Gott. Ja, inzwischen sollte ich wissen, wo die ganzen Symbole zum Scannen sind. Hab's ja die letzten Tage bei all den Tests und so, die ich gemacht habe, oft genug gemacht. Zweimal, aber das reicht ja. So, das ist auch eine Missile, aber wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir die schon mal mit. Und hier ist halt auch noch so ein Gang, wo wir Morphball-Bomben für brauchen. Haben wir aber leider nicht. Ja, ja, ich weiß, Augen. Schön. So, lass mich in Ruhe, Augen. Hep. Ha, gut abgeschätzt. So. Wow, okay. Hat er mich Donner weggeschubst. Mieses Tentakelvieh. Ah, die Segler sind noch nicht wieder aufgekreuzt. Soll mir recht sein. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal in die Safe Station. Vielleicht checke ich dann einfach die Verbrennungsdrohne. Und wenn da die Mothball-Bomben nicht sind, dann müssen wir halt. Muss ich halt safe und quit und dann. Quatsch. Einfach quitten und dann sind wir wieder hier und ich habe kaum Zeit verloren. Und dann woanders checken. Aber eigentlich will ich das vermeiden. Nur dann würde ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Naja, ich überlege mir das mal. Das soll es mal gewesen sein für die erste Episode. Dummerweise, normalerweise, wenn ich aufnehme, habe ich immer einen schönen Timer. Aber weil ich jetzt am Computer aufnehme, weswegen wir auch die tolle Facecam haben, ja, habe ich keinen wirklichen Timer momentan. Und ich muss selber nach Gefühl abschätzen, wie lange die Episoden sind. Kann also sein, dass diese erste Episode viel zu kurz ist und dass die nächste Episode viel zu lang wird. Keine Ahnung. Aber inzwischen, glaube ich, habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür. Ja, das sage ich jetzt, wenn ihr schon wisst, was für eine Zeit da ist. Ich weiß, das ist nicht sehr clever. Egal, wir gucken einfach mal, wie lange es geworden ist, wie lange ich gebraucht habe. Und wir sind ja einfach gerade an einem schönen Punkt, an einem schönen Safe Station. Und ich würde sagen, ich bleibe erstmal hier, überlege mir das mit dem Verbrennungsanlagen-Dingens. Und ja, hab noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode oder vielleicht auch in einem anderen Video hier in der Disaster Bay wieder. Bis zum nächsten Mal.